Hört ihr was? Nee, ne? Ich auch nicht. Das einzige Geräusch hier oben ist das Knacken des Motors, wenn er langsam beginnt abzukühlen. Seit Tagen hat es hier oben gepfiffen, dass man kaum noch stehen konnte. Seit heute Nacht, circa 2-3 Uhr, ist völlige Windstille, kein Lüftchen rührt sich mehr, strahlender Sonnenschein. Der Wetterbericht sagt voraus, dass es so bleiben soll. Aber einer der Jäger, die ich eben getroffen habe, der sagt, heute Nacht kommt der Winter. Naja, ich hatte heute Nacht minus 14 Grad. War erstmal Winter genug. Schnee hatte ich auch dort oben. Und ich bin gespannt, wo ich Silvester verbringen werde. Möglicherweise an einem der Berge hier oben rechts. Irgendwo dort oben. In der Stille, ohne Silvesterknaller, ohne Champagner, nur mit einem Glas Rotwein und alleine. Aber das alleine ist gut, denn das brauche ich zur Entspannung. Denn ab nächsten Montag geht's wieder mit 150% los. Schade, dass Michael nach Hause fahren musste, mit seiner dicken Backe und seiner Wurzelentzündung. Ich hoffe, dem geht's wieder gut, wenigstens gut versorgt durch einen Zahnarzt. Aber zu zweit am Lagerfeuer wäre es doch lustiger gewesen. Aber es ist, wie es ist. Dafür kann man jetzt die völlige Ruhe genießen. Stille.